Yo, Leute, herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima, dem DLC, die Insel Iki. Im letzten Part sind wir ja auf diesen blutbefleckten Schrein gestoßen, bei dem ich noch nicht ganz sicher bin, was wir hier überhaupt zu tun haben. Die Bedeutung dieses Schreins ist verloren gegangen. Ein zurückgelassener Hinweis könnte seinen Zweck enthüllen. Zurückgelassener Hinweis. Also müssen wir uns hier scheinbar ziemlich gut umgucken, wenn wir wissen wollen, was genau hier zu tun ist. Okay. Die Statue selbst, der kann ich jetzt gerade keine großen Hinweise entlocken. Oh, Schriftrolle, hallo. Blutbeflecktes Tanka. Erstes Frühlingsgrün, verfärbt sich schwarz, verwesend, krank durch Blut und Biest. Jäger weise ab, den Tod bekämpf menschliche Schwäche. Okay. Sind damit die Leichen gemeint, die dort aufgeknüpft worden sind? Muss ich sie vielleicht mit Brandpfeilen? Brandpfeile können deine Gegner verbrennen und Pampasgras entzünden. Ja, genau. Das wäre halt mein Gedanke gewesen, dass ich vielleicht die Leichen oder das Gras darunter anzünde. Glücklich gebracht hat es scheinbar nichts, meine erste Idee. Moment, nochmal ganz kurz gucken. Wo kann ich mir das nochmal angucken? Windschreine. Die Winde von Iki verbergen geheimnisvolle Schätze. Okay, das zählt also zu den Windschreinen. Vom Hauptmenü her. Aber viel sagt mir das jetzt nicht gerade. Alter, wie viele Talismane habe ich denn bitte schön gesammelt im Laufe des Hauptspiels? Oh, wow. Ist mir selbst noch nicht mal richtig bewusst gewesen. Sammlungen müsste das doch eigentlich sein. Oder nicht? Liste mit Verschwörern, Schwuren des Hausbaus. Da! Erstes Frühlingsgrün, verfärbt sich schwarz, verwesend, krank durch Blut und Biest, Jäger weise ab den Tod, bekämpfen menschliche Schwäche. Ich hätte das jetzt so verstanden, dass ich alles, was grün ist, verbrennen soll. Vielleicht den Busch hier. Na, es war ja wohl ein Schuss in den Ofen. Das Gras selbst war jetzt auch nicht wirklich bereit, sich großartig anzünden zu lassen. Bisschen abgekokelt ist es, denke ich mal, aber. Oder muss ich die Statue selbst mit einem Brandpfeil anzünden? Nee. Jäger weise ab den Tod. Die Büsche hier anzünden kann ich ja nicht. Denke ich. Was ist das denn hier? Das sieht auch ziemlich auffällig aus, dieses Stück Stoff. Und nicht mal die lassen sich anzünden. Das gibt's doch nicht. Und wirklich interagieren kann ich hier eigentlich mit gar nichts. Ah, das ist wieder so ein Rätsel, das so kryptisch gehalten ist. Ich wette, sobald ich die Lösung erkenne, fällt es mir wie Schuppen von den Augen und ich, ja, denk mir die ganze Zeit, wie doof ich doch war, dass ich da nicht eher drauf gekommen bin. Aber ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch, Leute. Ich habe echt gar keine Ahnung. Ich lese es mir nochmal durch. Vielleicht kommt mir dann ja der Geistesblitz. Erstes Frühlingsgrün, verfärbt sich schwarz, verwesend, krank durch Blut und Biest, Jäger weise ab den Tod, bekämpft menschliche Schwäche. Soll ich vielleicht das abgestorbene Gras hier anzünden? Ist das vielleicht die Lösung?
Das klang jetzt gerade nicht verkehrt. Also jetzt vom Ton her. Oh, ouch. Der Ton sagt mir, ich habe durchaus etwas Richtiges gemacht, oder? Oder ist die Musik einfach nur deshalb aufgetreten, weil ich jetzt in der Nähe des Schreines stand? Versuchen wir es noch einmal. Nee. Und irgendwie an der Statue hochklettern bringt wahrscheinlich auch nichts. Nee. Ja, schwierig. Schwarz verwesend. Die Leichen können damit nicht gemeint sein. Das Gras an sich ist ja eigentlich nicht schwarz, sondern braun. Jägerweise ab den Tod. Bei Jäger denke ich immer sofort dran, dass ich mit Pfeil und Bogen hantieren muss, aber wenn ich mal wüsste, was genau ich in Angriff nehmen soll. Ich habe ja halt keine Ahnung. Boah, es ist... Ich habe jetzt gerade mehrere Sachen versucht, aber... Sorry, Leute, ich komme einfach nicht drauf. So, Leute, entschuldigt. Ich habe alles versucht, was ich für richtig gehalten habe. Nichts davon hat funktioniert. Also war ich gezwungen, im Internet nachzuschauen, weil ich habe mir das Hirn zermartet. Ich kam nicht drauf. Und, ich sag euch jetzt mal die Lösung. Wir müssen die Kensei-Rüstung ausrüsten. Gehörte einem Strohhut, der bekannt war für Verschlagenheit und Betrug. Ne? Das müssen wir zum einen machen. Wir haben jetzt auch gar nichts. Okay. Das ist jetzt das Blöde. Wir haben... Hat das geklappt? Ja, wir haben ein bisschen Schaden gekriegt. Gut. Und jetzt müssen wir uns selbst vor der Statue heilen. Ich gehe noch mal ganz kurz auf das Dokument. Erstes Frühlingsgrün verfärbt sich schwarz verwesen, krank durch Blut und Biest, jägerweise ab den Tod, bekämpft menschliche Schwäche. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher dieser Hinweise auf die Kensei-Rüstung verweist. Denn laut Internet ist die Kensei-Rüstung einer der Bestandteile für die Lösung dieses Rätsels. Und dann muss man sich davor heilen. Jäger bekämpfe den Tod. Also mit anderen Worten, man entkommt den Tod durch Heilung. Das war's. Oha, Yharnam-Helm. Ein Strohhut eines Ronin aus einer Welt des Blutes. Wie geil ist das denn? Yharnam-Gewand, verziert mit Federn, die der letzten großen Jägerin ausgerupft wurden. Alter. Die Yharnam-Rüstung aus Bloodborne. Wir haben sie fürs Hauptspiel freigeschaltet. Wie geil ist das denn? Alter. Okay, also mit an... Haben wir jetzt die Kensei-Rüstung sozusagen geupgradet? Wow. Okay. Das ist ja krass. Also mit anderen Worten, wir können jetzt scheinbar die Rüstungen, verschiedene Rüstungen, können wir so upgraden, dass sie wahrscheinlich so aussehen wie die Rüstungen, die wir bereits im Multiplayer-Modus Legends gesehen haben. Oha, das ist ja super. Und scheiße, das ist großartig. Finde ich super, ich werde trotzdem erstmal zur Geisterrüstung zurückkehren, aber holy shit, das ist ja krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Och meine Güte, was ist denn hier los? Wo ist denn hier das Geist-Stirnband? Da ist es doch, ich wusste, es war irgendwo oben.
Oha, interessant. Ich weiß trotzdem zwar nicht, wie man genau auf die Kensei-Rüstung hätte kommen sollen. Pff. Aber gut. Weil, okay, dem Tod strotzen, da wäre ich vielleicht noch irgendwie drauf gekommen, dass man sich selbst heilen muss. Wahrscheinlich eher nicht, aber das wäre noch sozusagen, jetzt, wenn man es sich mal so überlegt, das wäre noch so am ehesten möglich gewesen, darauf zu kommen. Aber auf die Kensei-Rüstung, das hätte ich im Leben nicht erraten. Im Leben nicht. Da hätte ich auch stundenlang überlegen können. Das hätte ich höchstens Ihr durch. Ah. streift ohne jedes Ziel umher. Euer Weg führt in den Wahnsinn und Tod. Nichts davon ist real. Ich muss stark bleiben. Alter Vater, selbst wenn ich durch die Open World durchreite, kriege ich diese krassen Visionen. Oh Mann. Deswegen mag ich dieses Gift. Das macht das Ganze hier so dynamisch und Haut euch nur! ab und so unvorhersehbar. Ich finde das gut. So, da kommt doch noch einer, oder? Hi! Ach, das waren schon alle? Und der. Ach, als ob. Natürlich, und der Schamane stand weit genug weg. Ah, Mist! So. Okay, sie hatten tatsächlich eine Geisel. Passt doch. Okay, der hatte scheinbar nichts zum Looten dabei. Gut. Oh, der arme Kerl. Alles wird wieder gut. Mein Hals. Habt vielen Dank. Den Kerker ertrage ich. Das Gift des Adlers? Ihr seid sicher. Okay, hat wieder unseren Ruf etwas gestärkt? Alles klar. Muss uns reichen. Okay. Reisen wir weiter in die Richtung. Huch! Oh, entschuldige. Kase. So. Ich weiß nicht, ob der Vogel mich jetzt tatsächlich zu einem neuen Ziel führen kann. Höchstwahrscheinlich schon, aber ich bleibe trotzdem erstmal bei dem Ziel, das ich habe. Und werde danach weiterhin der Route folgen, die ich für mich ausgewählt habe. Nämlich wollen wir uns danach erst einmal. Oh, ein weiteres Heiligtum. Kommt her und kämpft! Danach kümmern wir uns um die Geh zum mystische Bergteil, Geschichte und dann um Lord! die Hauptstory. Noch einer? Gerne! Ach, als ob der jetzt nicht auch auf mich zugelaufen wäre. Das könnt ihr mir doch nie erzählen. So. Reicht doch, oder? Oder ist hier noch etwas? Okay, der Hund läuft weg. Gut. Umso besser. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein Heiligtum? Trotz all der Gewalt ist das wunderschön hier. Okay, eine Katze. Ein Katzenheiligtum. Alles klar. Yes! So war es. Sie lockte mich fort von Studium und Übungen, mit Versprechen von Birnen und Melonen. Dann log sie Vater an, wir hätten den ganzen Nachmittag gelernt. Sie sagte mir, manchmal sei es wichtiger zu leben.
Als dein Lied endet, fühlt sich der Ort wieder wie ein Heiligtum an. Dein Talisman der Jagd Nekomas wurde verbessert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, wenn ich jetzt anfangen wollen würde, all die Katzen hier zu streicheln, komme ich nicht weg. Deswegen, ich muss mich am Riemen reißen, so schwer es mir auch fallen möge. Ich würde sie am liebsten alle streicheln, das wisst ihr, ne? Ihr kennt mich. Absoluter Tierfreund, ob Spiel oder Realität. Oh. Aber die nächsten 2 Minuten würden wahrscheinlich aus nichts anderem als Katzenstreicheln bestehen, wenn ich mich selbst gehen lassen würde. Und deshalb, ich reiße mich extra für euch am Riemen, damit wir hier ein bisschen mehr an Fortschritt erreichen können in dem Part. Nein! Oh nein, warum habe ich Dreieck gedrückt? Oh, was habe ich getan? Warum habe ich Dreieck gedrückt? Oh Gott, ey, ich komme immer wieder mit den Steuerungen der Spiele durcheinander. Bei Final Fantasy VII Remake, da muss man ja meistens für die Interaktion mit Gegenständen oder Personen die Dreiecktaste drücken. Und manchmal verwechsle ich das einfach mal so ohne Vorwarnung. Oh. Tut mir leid, Kaze. Verdammte Axt, ey. Oh, so etwas tut mir immer in der Seele weh. Ich sag's euch, Tierfreund, ob im Spiel oder in der Realität. Deswegen, was zur Hölle ist das denn? Deswegen kann ich einfach nicht anders. Ach Gott, ey. Es tut mir so leid, Kaze, wirklich. Ich werde mich mäßigen müssen. Was ist denn das? Es gab keinen anderen Weg. Meine Männer hatten Hunger. Wärst du nur in Komoda gefallen? Ihr seid nicht echt. Puh, Jin wird echt mit allem nochmal konfrontiert. Ob er es im Haupt. Ja. Ob er es im Hauptspiel erlebt hat oder schon davor. Jin bekommt in diesem DLC so richtig, geistige Schwierigkeiten. Also er wird psychisch richtig in die Ecke gedrängt. Der tut mir echt leid, der Kerl. Was haben wir denn da? Sagt eurer Schamanin, ich knie nicht nieder. Und ich tränke euer verdammtes Gift nicht. Was immer es ist. Ich habe gehört, was sie Menschen antut. Minato? Fürstin Minato? Das darf nicht wahr sein. Fürstin Minato? Scheiß Bogenschützen. Mit ihrem dreckigen 2 Pfeilen hintereinander. Brandpfeile kann ich wieder gebrauchen. Ich habe ja beim Blutschreien alle verschossen. Haftbomben. Was macht denn Fürstin Minato hier? Oder ist es eine andere Minato? Kann ich mir nicht vorstellen. Bald seid ihr frei. Ach, ich hätte das gedacht. Von einem Samurai gerettet. Entschuldigt, ich habe sie verwechselt. Wer will das wissen? Ein Ronin, der nach einer alten Rüstung sucht. Ich hörte, ihr segeltet mit Schwarzhand Rico. Psst, leise. Er wird euch hören. Also glaubt ihr die Märchen? In manchen Nächten spüre ich Ricos Augen auf mir. Ich höre seinen zahmen Affen. Ja, ein Fehler ist aufgetreten, Alter. Die PlayStation, die nervt mich immer noch damit. So unregelmäßig vor allen Dingen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch mal ein paar andere Anwendungen auf der PlayStation ausprobiert. Und da wurde ich nie mit dieser Fehlermeldung genervt. Das scheint also wirklich eine Fehlermeldung zu sein, die exklusiv für Ghost of Tsushima gilt. Why? Was gibt es hier bitteschön für Fehler? Selbst wenn es ein Online-Fehler sein sollte, ich spiele gerade nicht den Online-Modus. Also nerv mich nicht mit so einer Scheiße-Spiel. Jetzt mal ganz im Ernst. Oh, das ist so unfassbar unnötig. Wie er das Mark aus Knochen saugt. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich schwöre es.
Diese dreckigen Affen, sie beobachten uns. Erinnert ihr euch an die Nacht der Meuterei? Wie könnte ich seine letzte Ruhestätte finden? Wir lagen vor der Nordostküste vor Anker. Da war irgendetwas unter der Wasseroberfläche. Etwas Leuchtendes. Die Spiegelung des Monds? Der Mond schien in dieser Nacht nicht. Leuchtendes Wasser. Das ist nicht viel, aber es muss wohl reichen. Okay, entschuldigt, ich habe das verwechselt. Natürlich nicht Minato, sondern Masako. Entschuldigt. Aber ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen verstehen, dass ich die beiden Namen miteinander verwechselt habe im Eifer des Gefechts, ne? Minato, Masako. Tut mir leid. Mein Fehler. Was haben wir denn hier? Ist das wieder eine Erinnerung? Ihr seid nicht allein auf dieser Welt. Solltet ihr je Hilfe brauchen, ist der Adachi-Clan für euch da. Der Adachi-Clan ist tot. Ich habe versucht, sie zu retten. Masako, sucht die Schuld nicht bei euch. Alter. Als ob das Spiel mir ein Zeichen geben wollte, nach dem Motto, wie konntest du ihre Namen verwechseln? Was sollte das denn? Wird mir direkt hier als nächste Version Fürstin Masako vor die Augen geführt. Autsch. Alter Vater, ernsthaft? An dem gleichen Ort, wo ich jetzt für die Hauptstory hinreiten muss, muss ich jetzt auch für diese mystische Geschichte hinreiten. Finde das Leuchten im Wasser an der Nordostküste. Jetzt ist halt die Frage, finde ich dieses Leuchten vor oder nach dem Abschluss der Story? Oh, totes Pferd. Tut mir leid für das arme Tier. Ach Gottchen. Ich reite am besten nach unten, denn in der Richtung liegt eindeutig, würde ich mal behaupten, die Küste. Wäre schon komisch, wenn sie weiter oben liegen würde. Klar, Klippe und so weiter und so fort, aber von einer Klippe aus lässt sich wahrscheinlich dieses Leuchten nur sehr schwer finden. Hier scheine ich jetzt gerade zum Beispiel einigermaßen in der Nähe zu sein. Ist doch schon mal was. Okay. Also ich bin jetzt offiziell im Suchbereich, oder? Ja, tatsächlich. Gibt es hier irgendwo einen Pfad zum Hinunterklettern? Sieht für mich nicht danach aus. Dann wandere ich erstmal... die Felswand entlang, bis ich einen Punkt finde und ich habe ihn direkt gefunden. Mein Plan ging auf, noch bevor ich den Satz beenden konnte. So muss das sein. Sehr schön. Hier wird es bestimmt auch wieder irgendwo einen Weg nach unten geben. Oder auch nicht. Aber diese Brücke dort hinten, die sieht sehr markant aus. Die würde ich mir gerne als erstes angucken. Außerdem sind hier auffällig viele Affen in der Nähe. Ich möchte das mal als gutes Zeichen empfinden, denn es hieß ja, dass von dieser Schwarzhand Riku die Affen die Augen und Ohren sind. Und die Affen laufen sogar teilweise mit mir mit. Ich hoffe wirklich sehr, dass das eine Art gutes Zeichen sein soll. Okay, ich hatte gehofft, an diesem Baum auf einen weiteren Hinweis zu stoßen, aber das war's wohl nicht. Führt dieser Pfad rechts eventuell irgendwo hin? Das sieht wie ein Pfad aus, an dessen Ende sich etwas Lohnenswertes befinden könnte. Er wirkt sehr vielversprechend, könnte aber auch eine einzige Enttäuschung sein. So ähnlich wie Tiefkühlkost. Ne? Damit verhält es sich ja genauso.
Tja, hier oben werde ich nicht fündig. Mein Gedanke ist ja sowieso gewesen, dass ich wahrscheinlich im Wasser fündig werde. Aber was ist, wenn es nicht das Wasser ist? Die Donnerklippen. Okay, ich dachte, dort würde ein bisschen Schnee liegen. Das war ein Irrtum. Der goldene Vogel will mich auf ein Geheimnis hinweisen. Vielleicht folge ich ihm erst einmal. Na super. Er fliegt da nach oben. Aber es gibt hier einen Kletterpfad, Jin. Ich sehe den Kletterpfad, aber du scheinbar noch nicht. Ihr seid ein leichtes Ziel. Einen Pfeil in den Rücken. Träumt ihr oder seid ihr wach? Ihr könnt es nicht mehr unterscheiden. Eieieiei. Liegt das da hinten überhaupt? Ja, das liegt sowas von im Suchbereich. Diese Stelle, an der es raucht. Zumindest sieht es so aus, als gehörte sie noch zum Suchbereich dazu. Ich könnte mich auch... Nee, ist doch weiter entfernt, als ich dachte. Mist. Ja, gut. Ja, aber noch bin ich im Suchbereich. Okay. Das Leuchten im Wasser an der Nordküste. Also in den Bergen werde ich da wohl kaum fündig. Aber der eine Vogel hat mir ja einiges versprochen, indem er da hochgeflogen ist. Und da sehe ich ja auch einen unentdeckten Ort. Dementsprechend schaue ich mal bei der Gelegenheit, wenn ich schon hier bin, was sich hier befinden könnte. Ja, da ist der Vogel wieder. Irgendetwas wird mir schon angezeigt. Ah, Erinnerung an Kummer. Ach, eine weitere Erinnerung. Sehr gut. Es ist Flashback-Zeit. Ich bin gespannt. An die Vergangenheit erinnern. Hier trank ich meinen ersten Sake. Okay. Sake ist alle. Hol welchen von den Männern. Ja, Vater. Okay. Ein kurzer Clipper und klarer Befehl. Warst du es, der geredet hat? Nein. Es war wie in Chikuts. Die Ratten wussten nicht, wie ihnen geschieht. Krass, die Stimme von Chris Redfield, die wird echt ziemlich oft sowohl für Hintergrundcharaktere als auch ab und zu für Charaktere, die einen eigenen Namen haben, benutzt. Zumindest im Hauptspiel gab es ja einen Charakter mit eigenem Namen, nämlich einen mongolischen Kriegsherrn, der auch diese Stimme hatte. Ich finde es nur auffällig, weil die Stimme von Chris Redfield, die erkennt man halt ziemlich oft. Und ich weiß, er hat vor der Rolle von Chris Redfield schon viele andere Stimmen, gerade in Videospielen gesprochen, also viele andere Rollen erfüllt. Und die Rolle von Chris Redfield kam erst später dazu. Gerade wenn man so Militär-Shooter spielt, hört man diese Stimme besonders oft in Videospielen. Aber die Rolle, mit der ich persönlich diese Stimme am meisten verbinde, ist nun mal Chris Redfield. Deswegen seht es mir nach, wenn ich dann die ganze Zeit zu dieser Stimme Chris Redfield sage, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Die Stimmung scheint prächtig. Glückwunsch zum heutigen Sieg. Dir ist eurem Vater zu verdanken. Die Plünderer nennen euren Vater den Schlechter. Der Titel passt zu einer Legende. Ich strebe seinem Vorbild nach. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, mein Vater wünscht mehr Sake. Ah, nehmt nur. Die Plünderer brauchen ihn nicht mehr. Sie sind tot. Okay. Hat auch wieder eine leicht melancholische Stimme bekommen, diese Melodie und diese Mission, dieser Flashback. Ich bringe den Sake, Vater. Gut. Setz dich. Okay, ich hätte auch Stimmung sagen können, aber Stimme passt auch. Irgendwie.
Sollten wir nicht mit den Männern feiern? Ein Fürst muss Grenzen zwischen sich und seinen Anhängern wahren. Warum? Vertraulichkeit schürt Disziplinlosigkeit. Aber sie riskieren ihr Leben für euch. Und das ist auch ihre Pflicht. Und wird nicht in Frage gestellt. So wie ich meinem Jito gehorchen muss. Solche Dinge habe ich oft mit deiner Mutter diskutiert. Ihr Rat war für mich unerlässlich. Ich weiß nur noch so wenig von ihr. Chiyoko besaß große Einsicht. Tiefes Mitgefühl. Mit ihr verlor ich den besten Teil meiner selbst. Das ist ihre Flöte. Mehr bleibt mir nicht von ihr. Dann lass mal hören. Bitte. Spiele es. Wir haben jetzt, glaube ich, zum ersten Mal den Namen von Jins Mutter erfahren. Chiyoko. Das war das erste Mal, dass ihr mich spielen hören wolltet. Das erste Mal, dass ich mich als euer Sohn fühlte. Uff. Erinnerung an Kummer. Ja, an den Tod seiner Mutter. Und das reicht für einen weiteren Technikpunkt. Also Chiyoko und Kusumasa. Die Namen seiner Eltern. Sofern ich nicht wieder ein paar Buchstaben verwechselt habe beim Namen seines Vaters. Uff. Okay, also wir haben hier oben eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Nicht nur an seinen Vater, sondern auch an seine Mutter. Bislang, meiner Erinnerung nach, wurde der Name seiner Mutter doch nie genannt. Er hat sie immer nur seine Mutter oder meine Mutter genannt. Sein Vater hat auch nie ihren Namen ausgesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Ich höre jetzt, ich kann mich auch täuschen, aber ich meine, man hört jetzt zum ersten Mal ihren Namen, Chiyoko. Finde ich interessant, dass man ihren Namen erfährt. Gut, oh Gott, das ist viel zu weit. Das ist, ich denke mal, das da unten soll dieses Blau sein, oder? Ne? Finde das Leuchten im Wasser an der Nordostküste. Das da ist eindeutig das Leuchten im Wasser. Aber da muss ich erstmal runterkommen, ohne zu verrecken. Ich denke mal, entweder es wird hier irgendwo einen Kletterpfad geben, der bis nach ganz unten führt. Oder ich muss an die Stelle dort unten gehen, wo die ganzen Glühwürmchen auf mich warten. Das wirkt auch so ein kleines bisschen wie ein Hinweis. Jawohl, das Abrollen hat dieses Mal zum Glück funktioniert. Huch, ich höre was. Okay. Und gerade eben... Oh nein. Ach komm. Ach komm jetzt. Du Mistvieh. Okay, zum Glück haben die mich nicht instant entdeckt, sondern laufen einfach nur ihren Tieren nach, um zu gucken, was los ist. Oder? Tun die das? Wirkt auf mich tatsächlich eher gerade wie ein Positionswechsel. Wow. Na toll. Diesmal haben sie mich entdeckt. Katzenheiligtum. Oh. Ja, da guckst du, ne? So, und für den Rest mache ich den Skill, der jetzt ready ist. Okay, gibt keinen Rest. Zum Öffnen natürlich gedrückt halten. Hallo? Die armen Katzen. So. Und jetzt können wir, denke ich mal, die Flöte spielen. Ich oder? Sollte nicht das gleiche Lied spielen wie zuvor, sondern etwas Wildes, wie diese Katzen. Okay. Etwas Wildes klingt klingt so ein bisschen nach, es werden sehr viele Tonohrwechsel stattfinden. Oha, ja. Und ich hatte recht, sehr viele Tonwechsel, das verstehe ich unter wild.
Alter Vater. Oh, ich finde diese Minispiele mit Six Axes ehrlich gesagt schon ganz geil. Ne? Ich finde es schade, dass nicht allzu viele Spiele damit etwas machen. Aber ich finde es geil, dass manche Spiele die Seele des Six Axes Controller sozusagen noch so ein bisschen bewahren und ausnutzen. Von daher noch einmal Respekt an Ghost of Tsushima dafür. Ich habe das Lied zerbrochen und etwas Neues daraus gemacht. Wie als meine Mutter mir beibrachte, Tee zu trinken, jeden Schritt, und dann die Tassen zu Boden fallen ließ. Und dann tranken wir noch einmal Tee, ohne Tassen. Sie sagte, es reicht nicht, die Regeln zu kennen. Denn erst wenn man sie bricht, versteht man, welchen Sinn sie haben. Hm, als dein Lied endet, fühlt sich der Ort wieder wie ein Heiligtum an. Dein Talisman der Jagd Nekomas wurde verbessert. Sehr schön. Das war doch jetzt der letzte Katzen, das letzte Katzenheiligtum, oder nicht? Müsste es zumindest gewesen sein. So, jetzt ist nur die Frage, ach so, oh, ich dachte, da wäre was zum Aufsammeln da. Aber gut, einmal streicheln, weil ich es beim letzten Heiligtum gar nicht getan habe. Da muss es doch auch mal sein. Okay. Als dann. Das Leuchten. Das eindeutig dort hinten ist. Autsch. Okay, war nicht tödlich, aber trotzdem. Schmerzhaft. So, hier ist doch das Leuchten. Licht unter dem Wasser. Na also. Und, ah, folge dem Leuchten im Wasser an der Nordostküste. Hallo. Huch. Wie jetzt? Also muss ich dem Leuchten in diese Richtung folgen, oder was? Ach, na gut. Ich dachte eigentlich, es würde mich zu so einer Art Unterwasserhöhle führen. Aber ich muss dem Leuchten doch zum Meer hin folgen. Ich nehme mal an, dorthin. Oha! Da ist ja doch eine Höhle. Geheimnisvolle Höhle. Hallo. Was ist das hier? Hm. Sah aus wie ein Schrein, aber ist doch keiner. Sehr interessant. Okay, Brandpfeile, Brandpfeile. Füllen wir unsere Vorräte wieder auf. Und dann schauen wir mal. Versperrt. Wenn ich die Schale entzünde, finde ich vielleicht einen Weg. Okay, deswegen gab es wohl die Brandpfeile. Finde einen Weg, um die Schale zu entzünden. Habe ich schon. Ah ja. Ja, nee, ist klar. Und diesen Ankerpunkt für seinen Wurfhaken konnte er nur dann sehen, wenn Licht da ist? Ich möchte behaupten, ohne Licht wäre das auch einigermaßen sichtbar. Und selbst wenn nicht, ich hätte dann den Greifhaken auch mal auf gut Glück dahin geschmissen. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch zu 90% getroffen. Aber gut, lassen wir das. Okay. Ich heile mich erst einmal mit der Entschlossenheit. Bevor ich gleich beim nächsten Kampf in Bredouille gerate, suche in der Höhle nach der Sarugami-Rüstung. Ich brauche Licht. Naja, mit den Brandpfeilen. Mit den Brandpfeilen? Wie schon gerade eben. Brandpfeilen. Dankeschön. Danke, dass du mir das nachsagst, was ich bereits ausgesprochen habe. Okay, die Musik macht schon eine leicht unangenehme Stimmung in dieser Höhle. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, nach wessen Rüstung wir gerade suchen, ne? Schwarzhand Riku. Ja. Nee, ist klar. Die Höhle entscheidet sich gerade dann dafür, fast einzustürzen, wenn wir darin sind. Obwohl wir hier jetzt nicht großartig am Herumspringen sind. Und so schwer sind wir mit der Geisterrüstung auch nicht, möchte ich mal behaupten. Der Grund, warum wir
solche Erschütterungen hier spüren, während wir die Höhle durchqueren. Okay, Brandpfeile kriegen wir auf jeden Fall nimmer satt hier. Oh. Sieht auch sehr interessant aus hier. Was haben wir denn hier? Eine kleinere Truhe mit 14 Vorräten. Okay. Und, ja, nee, die Brandpfeile, die habe ich ja gerade eben dort aufgesammelt. Ah, eine bereits geplünderte Truhe. Mist. Und sonst gab es hier nichts. Außer Affen, die leicht aggressiv wirken. Zumindest bekomme ich gerade so ein bisschen den Hinweis von denen, dass ich hier nicht wirklich erwünscht bin. Hallo? Was haben wir denn hier? Zweimal Eisen. Ja, reicht auch schon. Alles klar. Und hier ist auch nochmal eine plünderbare Truhe. Mit 13 Vorräten. 14 Vorräten. Okay. Jemand hat eine Schriftrolle vergessen. Oh, hier gab es wirklich einen Schatz, aber mit diesem verstauchten Knöchel komme ich nicht wieder raus. Es fühlt sich an, als würde ich schon tagelang hier unten mit diesen Affen festsitzen, die mich immer verfolgen, mich in der Dunkelheit beobachten. Ich hätte Kashiras Geschichten nicht glauben sollen. Okay. Oha. Okay, ein Raum mit einem Oberlicht. Es herrscht immer noch eine sehr unangenehme Stimmung hier. Na komm, spann den Bogen. So. Brandpfeile einsammeln. Und weg damit. So, es könnte weitergehen, indem ich dort langlaufe, aber vorher möchte ich hier noch ganz kurz nachgucken. Ah, allein für die Vorräte hat sich dieser Zusatzgang bereits gelohnt. Mehr brauche ich auch nicht. So. Das letzte, was ich sah, waren Gesichter voller Hass, Wut und köstlicher Angst. Danach löste sich die Welt in Tropfen aus Licht und Schatten auf und versank nach und nach in tiefer, allumfassender Finsternis. Und es folgten Jahre der Pein. Ich habe gelernt, die kühle, feuchte Dunkelheit zu lieben, aber die Erinnerung an diese Gesichter befeuert meine Seele. Noch ist Zeit für Rache. Ich werde ihre Schmerzensschreie genießen, wenn es soweit ist, auch wenn ich ihre hasserfüllten Gesichter nicht mehr sehen kann. Alles klar, diese Höhle scheint noch ein kleines bisschen weiter zu gehen, ne? Also diese mystische Geschichte wird wohl noch ein kleines bisschen dauern, bis wir sie durchkriegen. Dementsprechend werde ich an dieser Stelle erstmal für heute den Part beenden und dann werden wir den Rest der Höhle im nächsten Part erkunden. Also dann, Leute, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao, ciao!